Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir haben Herbst, ne? Steht hier oben. Tag 12, das heißt, es kommt gleich Winter. Wir haben, ich klappe mal das auf, 186 Mahlzeiten. Das klingt soweit ja ganz gut. Wir haben aber in Anführungsstrichen nur 323 Rohzutaten. Und keins davon ist genau dieses hier. Nämlich Gerste. Das ist ein kleines Problemchen. Na gut, wir haben jetzt Nacht, die schlafen erst. Margarete, wir haben Nacht. Ihr schlaft jetzt erstmal. Das ist das Problem, wir hatten ja doch einige mehr in der Landwirtschaft. Ja. Ganz einfach. So, dementsprechend müssen wir mal hier reinschauen. Für eine Ernten. Wir brauchen Leute, die mehr ernten. Guck mal, er macht beispielsweise Schmieden. Also Elisabeth, er, Elisabeth, ne, macht zwar Künstler und Forschung, Chemie und Schmieden. Das bringt uns aber aktuell nicht so wirklich viel. Wir haben auch, naja gut, die ernten noch nicht so gut. Ja doch, weil sie ansonsten Bergbau macht, ja. Derzeit Ausnahmezustand bei Sternchen. Ja, deswegen macht das Video, als ich das Spiel geladen hatte, auch Bergbau. Ah. So, und das ist natürlich dann was, wo wir dann wirklich sagen sollten, nee. Willem beispielsweise sollte vielleicht mal bitte ernten. Herzlich willkommen im Winter, Tag 1. Man sieht, es wird weiß. Und keiner erntet hier. Problem an der ganzen Geschichte mit dem Ernten ist ja, erstens, wow, eine Reihe Kräuter voll. Jetzt kommt der Winter und lass raten, die Wachstum eingestellt. Ja, das wäre ja nicht das Problem. Wenn die das durchhalten, wäre es wunderschön. Aber wir sind jetzt hier. Wir haben ja auch noch das, was auch geerntet werden muss. Zählt als Pflanzen schneiden, aber hier unsere Baum- oder Holzfarmen. Das müsste ja auch mal irgendwie gemacht werden, ne? Also landwirtschaftlich sind wir derzeit ein bisschen, ja, im Hintertreffen. Zack. Das sind alles übrigens Bäume, die nicht hier in der Baumfarm sind. Jetzt sehe ich hier natürlich nicht mehr. Da ist es. Das heißt, ab hier. Hier kann ich alles abreißen. Oder schneiden lassen. So rum. Zack. Und das Problem ist, hier ist genau dasselbe. Dank dieses wunderschönen Winters sehe ich da auch nicht so viel. Die sollen erstmal das hier schneiden, dann haben wir einiges schon. Wir haben ja, glaube ich, genug Holz, um den Winter zu... Ja, 13.000. Das reicht locker. Das ist eigentlich eher die Gerste, die jetzt... Ja, doch, ja, wichtig wird. Und? Erntet hier jemand? Nee. Das wäre natürlich viel zu schön, ne? Diese Gerste muss weg. Diese da. Nun ist die Frage, was haben wir gärtnert? Was heißt denn bei ihr gärtnert? Erster Tag im Winter, mittags. Margarete holt Rübensamen. Das kommt ja dazu. Wir haben
Keine Rüben, wir haben, naja, gut. Ah, Johannisbeeren, aber egal. Zumindest, dass wir es mal gesehen haben. Winter, ne? Sonst hängt das hier oben so ewig und das nervt mich. Wen haben wir noch, der irgendwie was macht in der Hinsicht? Wow, Margarete. Wow. Sie hat es bis hierhin geschafft, aber weiter nicht. Die Sache ist natürlich jetzt, ich würde ja gern unserer, XP-Farm für Bogenschießen weitermachen, damit jemand sich ein bisschen daran austobt. Aber wir lassen das Ganze einfach mal, weil die Leute müssen jetzt doch schon mal ein bisschen arbeiten. Wo ist Margarete? Ja, sie ist eigentlicherweise unsere Landwirtschafterin. Jetzt läuft sie wieder sonst wohin. Na, was machst du jetzt? Läuft bis ganz, ganz hinten, holt sich den Gerste. Wir haben zumindest schon mal 6 überhaupt vorhanden, ne? Das ist schon mal ein Anfang. Wir haben ohne Ende Samen jetzt. Rübensamen, wir haben jede Menge Flachs. Oh. Das Ernte ruiniert. Dass das hier manchmal so flackert, ja, tut mir leid, aber passiert leider Gottes manchmal. Jetzt muss das noch jemand wegräumen. Da kommt Lisa Lu. Im Endeffekt, wir brauchen die Gäste für Brot. Kuchen braucht es auch. Und das ist ja schon mal schön, dass Margarete gleich anpflanzt, sodass ja, müsste dann die nächste Ernte kommen. Elisabeth macht derzeit mehr kaputt als ganz, aber naja. Und das ist schon mal schön, wenn hier überhaupt Gerste rumliegt. Das da ist Gerste. 150 Gerste. Das ist nicht viel. 165. Ich dachte eigentlich jetzt, ich nehme die Folge auf, ja. Und dann müssen wir gucken, wie wir es machen, aber mit minimalsten Einstellungen läuft das. So. Ich hatte natürlich jetzt auch gedacht, man könnte ja, haben wir ja damals mal gebaut. Beispielsweise hier unten, da ist dann ja minus 2 Grad. Oder, irgendwo hier hat, achso. Warte. Hier hatten wir was gebaut. Ne, hier wäre auch genug Platz. Ja, 0,2 Grad minus. Ist nicht viel, da wäre auf jeden Fall Platz. Oder im Keller vom Bauernhaus. Der hier ist. Oder in dem Zimmer. Hier wäre ja überall genug Platz. Derzeit lagern wir nur Futter. Ich glaube, Tierfutter ist das. Genau. Lagern wir nur hier. Wenn nichts da liegt. Es wäre ja Platz. Das Problem ist, dass es am beste Welt. Bringt also nichts, wenn wir es hier lagern würden. Dementsprechend, ja, sollen sie es ganz einfach ins Nahrungsmittellager legen. Und dann hoffen wir, dass die Gerste ja, doch so lange hält, bis wir neue angebaut haben. Es ist jetzt so ziemlich alles weg vom Feld, ne?
Nein, ich will es nicht kopieren. Ich hatte das ja mal wesentlich kleiner gemacht. Wir machen es doch wieder ganz groß. Und es ist mir egal, wenn es nicht ganz gefüllt ist, dann ist das so. Hey, da ist sogar ein Weg drunter. Im Endeffekt jetzt mit 400 Gerste. Das ist nicht schön. Die Ziege ist gestorben, ja. Mit 434 Gerste kommen wir in ein Stück. Wir würden nicht verhungern, aber ist trotzdem nicht schön, wenn da was fehlt. Wir leben ja hier im Spiel, im Überfluss. Wenn der Überfluss nicht ganz so fließt, ist natürlich doof. Ich meine, gut, wir haben jetzt über 200 Nahrung oder Mahlzeiten. Doch. Ja, wirklich doch. Ist sehr gut. Überlegt bloß gerade, wie machen die gefüllte Eier? Da brauchen die nur Eier zu, ne? Das Schöne ist, die haben geerntet und gleichzeitig wurde mehr Essen produziert. Schon mal vorteilhaft. Da muss man jetzt sagen, das, was ich als Notstand gesehen habe, ist dann doch schneller erledigt als gedacht. Oh, nö, dann ist doch gut. Übrigens, ihr müsst hier noch ein ganzes Stück bauen. Genau. Hier kommt später auch noch ein Haus hin. Damit ist dann mal raus. Die Ecke dann doch. Wenn denen gut zu gehen. Zugebaut. Also eher Richtung Stadt. Ne? Was wir hier angefangen haben, hat sich weitergezogen. Hier sind überall Häuser. Unsere große Halle wird dann auch integriert, sag ich mal, in ja, die Stadt. Unser Marktplatz, ja, ist integriert. Man hat hier Häuser. Gut, hier würde dann theoretisch, nö, das ist Bauernhof. Das lassen wir so. Und dann schauen wir mal weiter. Die Ecke haben wir ja gesagt, ja, das müssen wir noch machen. Können wir ihn nicht den Berg abtragen? Könnten wir, aber ich glaube, das macht aktuell keinen Sinn. Gut, wir haben hier dieses Eckhaus, wo viele schon drin sind. Hier wäre theoretisch noch Platz, aber das können wir auch anders verwenden. Oh, hier gibt es Kohle, dementsprechend lassen wir es offen. So, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mal hier schaue? Ich habe ganz schön weit rausgezoomt, sehe ich gerade. So rum sieht man das besser. Ganz ehrlich, der Bergbau ist hier schon relativ weit. Wir holen hier schon Kohle raus, ja gut. Ja, also, das war ja diese komplette Fläche. Inklusive, ja, ein Drittel oben. Ist alles weg. Problem ist, hier ist eine jede Menge Eisen drunter. Da ist Eisen, 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 Kalkstein, Eisen. Das heißt, wir müssen hier noch eins niedriger. Was natürlich auch nicht so prickelnd ist, aber naja, gut. Hier Theotech. Ich wollte gerade sagen, was trägst du eigentlich? Überlegene Winterkleidung. Das heißt, er wird uns nicht voll jammern, dass ihm kalt ist oder sowas. Na, er baut jetzt hier weiter ab und wie sieht es bei euch hier aus? Ihr habt jede Menge in den Öfen. Das ist immer wichtig. Muss ja jede Menge Eisen geschmolzen werden. Wir sehen ja hier, wie viel Rot hier ist. Eisen, Gold und Silber, ja.
ich das so sehe. Dieses Lager ist jetzt auch nicht mehr ganz so. Praktizierende Resten. So, und was haben wir hier? Wir haben Winter, wir haben Kälteeinbruch. Was, Bäume spalteten sich, Vögel erfroren, ja gut, ist natürlich unschön. Flüsse vereisten. Ja, die sollen jetzt theoretisch heizen. Wäre jetzt für den Hausmeister was, aber naja. Nochmal die Flüsse vereisten. Für mich sieht das nicht wie Eis aus. Guck mal, selbst die Fische schwimmen noch. So. Was ist das? Das haben die auch noch nicht gebaut. Wow. Gucken, wie das aussieht. Ne? Also, entgegen meiner Erwartungen haben wir jetzt 131 Gäste. Warte mal, wir fahren mal darüber wieder. Hier. Hier. Oh. Es ist jetzt nicht so, dass wir ewig lange damit hinkommen, aber mit dem Winter sollten wir eigentlich mit 531 Gerste kommen. Notfalls kommt irgendwann ein Händler und dem kaufen wir einfach wieder was ab. Das heißt, diese Mangel an Gerste am Anfang der Folge natürlich nicht relativ gut geklärt. Wir haben Nahrung, wir haben Gerste. Das ist alles wunderbar und schick. Guck mal, und wir können sogar hier noch diese Gerste ernten. Eine wildwachsende. Das heißt, wir können beim nächsten Mal eventuell auch weiterbauen. Eventuell ist auch der Bergbau schon weiter. Bergbau, Bergbau, Bergbau hier. Na, oder die haben hier mal weiter geschmolzen. Ja, Bergbau. Hm. Na, also das könnten wir beim nächsten Mal schon mal schauen. Das machen wir aber wirklich erst beim nächsten Mal. Genau aus diesem Grund sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. David hat auch Stufe 25 mit den Tieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Übrigens Willem Schmieden 23. Nur aber ciao.